Guten Morgen alle zusammen. Ich wollte euch jetzt mal meine Taktik zeigen. Und zwar hier ist mein Team. Ist nicht so gut, weil ich halt sicher kein. Weil ich halt jemand bin, der RTG spielt und kein Geld reinsteckt. Ich zeige euch meine Taktiken. Hier erstmal meine ausgeglichene Taktik, die ich meistens spiele. Könnt ihr euch gerne screenshotten, wenn ihr wollt. Anweisungen sind Stürmer an Spielstation vorne bleiben. Jetzt der richtige Stürmer habt, jetzt einfach vorne bleiben gemacht, Abwehr überlaufen. Könnt ihr machen, wie ihr wollt. Der rechte Außenspieler vorne bleiben. ZM hinten bleiben bei Angriff. Der eine mit Flügel abdecken, der andere hinten bleiben bei Angriff mit abdecken. Der linke Mittelfeldspieler hat gar nichts. Der linke Verteidiger hinten bleiben bei Angriff. Genau wie beim rechten Verteidiger auch. Und der rechte hat einfach gar nichts. Der Fan ist jetzt, da mache ich jetzt mal die ganz offensive Taktik. Wenn ich unbedingt Tore brauche, könnt ihr auch gerne screenshotten. Geht zu der Anweisung wieder. In 3 orientieren auf Stürmer abüberlaufen. Da ich halt den Tor orientieren ab defensiv verstärken. Da ist ZM ist defensiv verstärken. Linker ZM, innen bleiben bei Angriff, Mitte abdecken. Rechter ZM, hinten bleiben bei Angriff am Strafraumrand bei Flanken mit abdecken. Linker Verteidiger ausgewogener Angriff übergreifen, genau wie bei rechten auch. Der mittlere Innenverteidiger hat energisches Abfangen. Geht zu der offensiven Taktik. Könnt ihr auch gerne screenshotten, wenn ihr wollt. Geht nochmal kurz drauf hier. Anweisung: Zentral orientieren, ab überlaufen, weil Stürmer vorne bleiben auch. Alles bei beiden das gleiche. Jetzt sind wir der Außenspieler. Vorne bleiben, mit in die Mitte ziehen und für Flanken in den Strafraum. ZM hinten bleiben beim Angriff mit abdecken. Der linke ZM auch das gleiche, hinten bleiben beim Angriff mit abdecken. Linker Mittelfeldspieler vorn bleiben, in die Mitte ziehen. Für Flanken in den Strafraum. Linker Verteidiger hinten bleiben beim Angriff. Rechter Verteidiger hinten bleiben beim Angriff. Und der rechte ist einfach Standard, nichts machen. Das ist eine simple liebe Taktik, hier könnt ihr es wieder benutzen, wenn ihr Bock habt. Stürmer an Spielstation der linke. Der rechte Stürmer ist gleich an Spielstation. ZOM defensive verstärken. Für Flanken in den Strafraum. Der linke ZOM das gleiche. ZOM das gleiche. Defensive verstärken für hinten. Für Flanken in den Strafraum. ZDM Passwege zustellen. Hinten bleiben bei Angriff. Mitte abdecken. Das gleiche ist hier drüben halt wieder. Linker Verteidiger hinten bleiben bei Angriff übergreifen. Rechter Verteidiger hinten bleiben bei Angriff übergreifen. Und der Rest hat gar nichts. Und jetzt geht's zur Dreierkette defensive Taktik. Ja, okay, Queen Sword, wenn ihr Bock habt. Stürmer vorn bleiben. Ja, rechter Stürmer auch vorn bleiben. ZOM vorn bleiben, sind alles Standard. RM defensive verstärken. LM defensive verstärken. Der rechte, der linke ZM, ZDM hinbleiben, Angriff mit abdecken. Der rechte ZDM ist gleiche. Und halt die Defensive einfach Standard. Torwart Flankenfänger. So, das war's mit meinen Taktiken. Und eventuell kommt später nochmal ein Video mit meinem Rivals Reboot. Wenn ihr keins mehr kommt, wünsche ich euch alle frohe Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr.
Außer es geht vielleicht morgen nochmal live in der Weekend League. Wenn nicht, wünsche ich uns alle frohe Weihnachten. Haut rein, ciao.